Hier ist ein gewöhnlicher Schneeball mit diesen roten Früchten. Es gäbe auch noch den wolligen Schneeball, der hat dann weiße Früchte. Die Blätter auch relativ typisch, also so ein bisschen so ahornartig, aber eben nur so Strauchwuchsform. Und die Früchte von den Ahornen sind ja diese mit den Doppelflügeln nicht zu verwechseln. Also hier haben wir es nur mit einem Busch zu tun, der vielleicht 2-3 Meter hoch wird, während die Ahorner, selbst der Feldahorn, 10 Meter vielleicht erreichen kann. Das Ganze hier jetzt in einem Erlenbruchwald. Alles, was man hier links und rechts sieht, sind Erlen. Man sieht es auch an dem ganzen Schilf, das hier wächst. Hier ist staunasser Boden. Staunasser Boden ist etwas, mit dem Erlen ganz gut zurechtkommen. Nochmal zur Erinnerung, obwohl es für die Erlen ein eigenes Video gibt. Für die Erlen ganz typisch sind diese kleinen Zapfen. Das sind hier die Zapfen aus dem letzten Jahr. Hier in der Mitte des Bildes. Zapfen sind wir sonst nur von Nadelbäumen gewöhnt. Aber die Erlen, die haben auch Fruchtstände, die so wie Zapfen aussehen. Die letztjährigen hängen dann oft noch am Baum, sind braun. Die diesjährigen werden einfach noch grün und eventuell noch geschlossen.